Schon bei der Überschrift elementarpädagogische Ansätze, hier also im Plural, wird deutlich, dass es eben nicht die eine wahre, richtige Pädagogik gibt, sondern es gibt unterschiedliche Ideen, Vorstellungen, Prinzipien, Leitlinien, Orientierungsmuster, eben Ansätze. Man könnte im Grunde auch von Pädagogiken im Plural sprechen. Aber Pädagogik suggeriert immer ein bisschen, dass es sich um ein geschlossenes Konzept handelt und nicht jeder Ansatz ist eben so eine geschlossene, in sich geschlossene Pädagogik. Deswegen schauen wir uns also im Rahmen dieser E-Lecture und der nachfolgenden E-Lectures pädagogische Ansätze an. Bestimmt sind Ihnen einige pädagogische Ansätze schon bekannt. Montessori oder Steiner bzw. Waldorf stehen heute für alternative pädagogische Programme zu den Regelkindergärten oder Regelschulen, wie es dann im Kontrast oft heißt. Vielleicht haben Sie auch schon vom Situationsansatz, vom Waldkindergarten oder der Reggio-Pädagogik oder der offenen Arbeit gehört. Um diese verschiedenen Ansätze oder einige davon wird es auch in den kommenden E-Lectures gehen. In dieser E-Lecture werden wir uns aber mit den Vorläufern befassen. Wir werden einmal gucken, wie eigentlich die pädagogischen Ideen in der Frühpädagogik entstanden sind, was so die ersten Ideen waren. Dazu möchte ich Sie zu einer kleinen Zeitreise einladen, die wir jetzt im 16. Jahrhundert bei Johann Amos Comenius beginnen werden. Comenius lebte im 16. und 17. Jahrhundert. Er hatte den Dreißigjährigen Krieg miterlebt, der 1648 zu Ende ging und in dessen Verlauf in einigen Regionen Europas zwei Drittel der damaligen Bevölkerung ums Leben kam. Neben den Schlachten waren Plünderungen, Hungersnöte und Seuchen Teil der prägenden Erfahrungen dieser Zeit. In der Forschung über Comenius wird seine Lebensgeschichte immer auch als wichtiger Einflussfaktor für sein Werk gedeutet. Geprägt also von dieser Erfahrung war es sein Ziel, Kinder als neue Generation zu Menschlichkeit zu erziehen und so die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Eine der wesentlichen Botschaften von Comenius war die Idee, dass man allen alles allumfassend lehren sollte. Omnes omnia omnio war das Motto Comenius. Er nannte das Pampedia, zu Deutsch Allerziehung. Heute würden wir wohl von Allgemeinbildung sprechen. Das bedeutete, dass Bildung nicht nur, wie damals eigentlich üblich, nur etwas für Jungen und Privilegierte war, sondern eben auch für Mädchen und einfache Menschen. Comenius deutete das gesamte Leben als pädagogisch. Den Lebenslauf verstand er als einen durchgehenden Bildungsgang. Das ganze Leben wird so zur Schule und Lernen erhält Priorität vor allem anderen. Sein Buch Orbis Sensualium Pictus gilt als eines der ersten Lehrbücher für Kinder, das mit Bildern ausgestattet war. Vernunft, Selbstständigkeit, der eigene Antrieb zum Lernen und die Anschaulichkeit waren Leitprinzipien des Lehrens bei Comenius. Zu Beginn des Buches Orbis Sensualium Pictus formuliert Comenius eine Invitatio, also eine Einladung zum Lernen. Diese gestaltet er als Dialog zwischen Lehrer und Kind. Dabei heißt es, Lehrer, komm her, Kind, lerne weise zu sein. Kind, was heißt das, weise zu sein? Lehrer, alles, was notwendig ist, richtig zu verstehen, richtig zu handeln, richtig auszudrücken. Kind, wer wird mich das lernen? Lehrer, ich mit Gott. Kind, auf welche Weise? Lehrer, ich werde dich durch alles führen, dir alles zeigen, dir alles benennen. Kind, gut, ich bin bereit, führe mich im Namen Gottes. Dieser kurze Ausschnitt zeigt auch noch einmal, wie stark das Werk Comenius in der Theologie verwurzelt ist. Wir machen nun einen großen Zeitsprung ins Jahr 1762. In diesem Jahr veröffentlichte Jean-Jacques Rousseau sein Buch Emile oder über die Erziehung. Rousseau war ein vielseitiger Denker, der sich nicht nur mit Pädagogik, sondern auch mit Philosophie, Theologie und der Natur beschäftigte.
Er gilt als ein wichtiger Vertreter der Aufklärung. Sein pädagogisches Denken ist eng verbunden mit seinem philosophischen Menschenbild. Rousseau sah die gesellschaftlichen Umstände seiner Zeit, damals Feudalherrschaft und Ständegesellschaft, als dringend veränderungsbedürftig an, von Zwängen und als entfremdet vom eigentlichen Natürlichen geprägt. Diese Idee leitet auch seine Vorstellung von der Erziehung. Emile, das fiktive Kind, dessen Erziehung er in seinem Buch beschreibt, soll deshalb möglichst von allen äußeren Einflüssen abgeschirmt werden, um seine natürlichen Gaben vollkommen entfalten zu können. Die Natur wird von Rousseau deshalb zum zentralen Lehrmeister seiner natürlichen oder auch negativen Erziehung. Rousseau schreibt: Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt. Alles entartet unter den Händen des Menschen. Rousseau ging zudem davon aus, dass Bildung nicht über Belehrung, sondern durch eigene, unmittelbare Erfahrung abläuft. Gib deinem Zögling keinerlei Lehre in Worten. Er soll seine Lehren nur durch die Erfahrung erhalten. Erziehung soll also durch Anschauung, durch Versuch und Irrtum, durch eigenes Entdecken und Erkunden geschehen. Das heißt aber nicht, dass der Zögling sich völlig alleine bildet, vielmehr ist der Erzieher der Spiritus Rector, der Planer des Bildungsprozesses, der die Freiheit und das eigenständige Entdecken eher inszeniert und hinter den Kulissen gestaltet. Rousseau hat für die Pädagogik auch deshalb eine große Bedeutung, weil er als derjenige gilt, der die Kindheit erstmals als eigenständige Lebensphase beschrieben hat. Vielleicht erinnern Sie sich an den französischen Sozialhistoriker Philippe Ariès, dessen Geschichte der Kindheit ich in meiner E-Lecture über Kindheit kurz gestreift habe. Nach seiner Auffassung nimmt mit Rousseau die Wahrnehmung der Kindheit als eine Zeit mit Eigenwert ihren Anfang. Für Rousseau ist die Kindheit also nicht als Vorbereitung auf das spätere Erwachsenenleben zu sehen, sondern hat eine Bedeutung in sich selbst. Vielmehr hat das Kind ein Eigenrecht. Es ist nicht per se als defizitär gegenüber dem Erwachsenen anzusehen, sondern ein bereits vollkommenes Wesen. Jedoch war er, wie viele seiner Nachfolger, der Auffassung, dass Jungen und Mädchen unterschiedlich zu erziehen seien. Ich bleibe bei meinem Rückblick noch ein wenig in der Zeit der Aufklärung. In Deutschland hat es dabei eine besondere Strömung gegeben, nämlich den Philanthropismus. Die Philanthropen übten jedoch nicht im gleichen Maße eine grundlegende Gesellschaftskritik, wie Rousseau es getan hatte. Ihnen ging es vielmehr um eine grundlegende Reform von Schule und Unterricht. Diese sollten nach den Prinzipien der Vernunft, der Vernünftigkeit organisiert werden und das bedeutete vor allem bei ihnen, die Nützlichkeit stand im Vordergrund. Die Philanthropen lenkten die Aufmerksamkeit erstmals auch auf die pädagogische Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern. Zur Gruppe der Philanthropen gehörten zahlreiche bekannte Persönlichkeiten. Zu den berühmtesten gehören sicherlich Johann Bernhard Basedow, Ernst Christian Trapp und Johann Heinrich Campe. Auf letzteren, Campe, möchte ich etwas genauer eingehen. Campe war ursprünglich Theologe und arbeitete als Hauslehrer der Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt. Später wirkte er an verschiedenen Erziehungsanstalten. Außerdem trug er als Autor und Händler wesentlich dazu bei, dass sich das Genre der Kinder- und Jugendliteratur entwickelte. Campe veröffentlichte 1785 die Schrift »Über die früheste Bildung junger Kinderseelen«. Die Zielgruppe der Schrift sind Mütter, denen er Ratschläge zur bildungsförderlichen Erziehung ihrer Kinder gibt. Darin betont er unter anderem, dass bereits mit der Geburt die sittliche Ausbildung des Kindes beginnt. Außerdem hebt er die Bedeutung sinnlicher Wahrnehmung hervor als das Sehen, Riechen, Hören, Schmecken und Fühlen. Und als maßgebliche Grundoperation nennt Campe die Selbsttätigkeit des Kindes. Campes besonderes Verdienst liegt jedoch vor allem darin, die frühkindliche Erziehung in das Bewusstsein gehoben zu haben. Bleiben wir noch ein wenig in der Zeit der Aufklärung.
Ich komme nun zu Johann Heinrich Pestalozzi, der genau wie Rousseau die Auffassung vertrat, dass der Mensch schon mit vielen Anlagen und Kräften zur Welt kommt und dass die Aufgabe der Erziehung vor allem darin steht, diese Kräfte und Anlagen zur Entfaltung zu bringen. Anders als Rousseau und viele andere hat Pestalozzi jedoch versucht, seine Ideen auch in die Praxis umzusetzen. Im Laufe seines Lebens gründete und leitete Pestalozzi verschiedene Bildungseinrichtungen. Als zentral für seine pädagogischen Vorstellungen erweist sich das Prinzip der Elementarbildung. Dies hat nun nicht unmittelbar etwas mit dem Alter der Kinder zu tun, wie dies der Fall ist, wenn wir über den Elementarbereich sprechen. Pestalozzi geht es um etwas anderes. Komplexe, allgemeine und abstrakte Bildungsinhalte sollen in ihre Elemente oder auch Grundbestandteile zerlegt werden und so für Kinder leichter zu lernen sein. Anders ausgedrückt, es geht um die Vereinfachung eines Inhalts zur besseren Verständlichkeit. In heutiger Sprache könnte man auch von didaktischer Reduktion sprechen. Konkret arbeitete er die Grundkategorien der Zahl, der Form und des Lauts heraus, mit denen die intellektuelle Unterweisung beginnen sollte. Die Anschauung, das eigene Erleben und Begreifen sieht er hierfür als zentralen Impuls. Einem Bibelzitat folgend fordert er das Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Dabei steht der Kopf für den Intellekt, das Herz für die Sittlichkeit und Tugend und die Hand für das Werken und Tun, die Selbsttätigkeit. Daraus wurde später das Prinzip der Ganzheitlichkeit abgeleitet. Pestalozzis Fokus lag zudem auf der Beziehung zwischen Mutter und Kind, deren besondere Bedeutung er hervorhob. Er betonte im besonderen Maße, dass die Mutterliebe, die neben der intellektuellen Bildung, der eben beschriebenen Elementarbildung, eine herausgehobene Bedeutung für die Entwicklung des Kindes zukam. Friedrich Fröbel, unsere letzte Station in dieser E-Lecture, wird bisweilen als Schüler Pestalozzis bezeichnet. Zumindest wurden Fröbels Vorstellungen von Pestalozzi inspiriert, denn er besuchte Pestalozzi mehrfach in der Schweiz für längere Aufenthalte. Fröbel griff die Einsicht in die Bedeutung der Mutter-Kind-Beziehung auf. Deswegen wandte er sich mit seinen Mutter- und Koseliedern, einer seiner wichtigsten Publikationen, an Mütter. Dabei ging es aber durchaus auch um intellektuelle Unterweisung. Wie schon Pestalozzi stellt Fröbel die Anschauung in den Mittelpunkt und meint damit auch tatsächlich die Anschaulichkeit, die sinnliche, leibliche Erfahrung der Dinge, die erst ein Durchdringen ermöglichen. Damit verbunden ist auch das aktive Tun selbst. Nicht umsonst nannte er die Einrichtung, die er für Kinder gründete, Kindergarten, denn die Kinder sollten im zugehörigen Garten selbst Pflanzen anbauen, pflegen und später dann auch ernten. Fröbel war nicht nur Gründer dieses ersten Kindergartens, er etablierte auch die ersten Ausbildungsstätten für Kindergärtnerinnen. Dort lehrte er seine Spielpädagogik. Diese besteht im Wesentlichen aus drei Elementen. Erstens die Spielmittel. Dabei geht es zum einen die Spielgaben, die in geometrischen Körpern bestehen. Insgesamt gibt es 6 Spielgaben: Ball, Holzkugel, Holzwürfel, die unterschiedlich geteilt werden können, und sie waren systematisch aufeinander aufgebaut. Mit den Beschäftigungs- und Bildungsmitteln kamen weitere Materialien wie Stoff, Ton und Papier hinzu, die die verschiedensten Operationen ermöglichen: Zerteilen, zusammenfügen, sammeln, aufbauen, legen, falten, flechten, zeichnen, reihen und so weiter. Vielleicht denken Sie hier auch an die berühmten Fröbelsterne, die hierauf zurückgehen. Ein Beispiel sind auch geometrische Grundformen. Fröbels Schriften verdeutlichen, dass er diese Spielmittel in erster Linie als Anschauungsmaterial verstand. In seiner Vorstellung sollten die Mütter oder Kindergärtnerinnen die Spielgaben präsentieren, verbunden mit kleinen Reiben, eben den Mutter- und Koseliedern. Das zweite Element sind die Kreis- und Bewegungsspiele. Darin sollten die Kinder einerseits ihre körperlichen Kräfte schulen können, andererseits aber auch die Gemeinschaft im gemeinsamen Erleben in der Gruppe wahrnehmen können. Auch hier findet sich also wieder die Einheit von Körper und Geist.
Und als drittes Element den Garten, der von Fröbel gegründeten Institutionen schließlich den Namen Kindergarten einbrachte. Für Fröbels Ansatz ist die nachgehende Erziehung essentiell, also die Idee, dass die Erwachsenen dem Kind nicht vorausgehen und ihm den Weg weisen, sondern den Ideen und Impulsen des Kindes folgen sollen. Der Leitspruch »Kommt, lasst uns unseren Kindern leben« drückt diese Führungsrolle des Kindes aus. Hier ist er auf dem Gebäude des ersten Fröbel-Kindergartens in Blankenburg angebracht. Im Geiste Rousseaus ist die Freiheit ein wichtiges Gestaltungsprinzip, was sich sowohl auf die freie Entfaltung des Körpers und seiner Kräfte bezieht, als auch auf die Wahl der Themen, mit denen sich ein Kind beschäftigt. Die Freiarbeit als pädagogisches Organisationsprinzip folgt ebenfalls diesem Grundgedanken der Freiheit. Für Fröbel ist das Spiel die zentrale und wichtigste Beschäftigung des Kindes, das Entfaltung und Entwicklung ermöglichen soll. Der Rückblick zeigt, dass die Entdeckung der frühen Jahre keineswegs eine Entdeckung der 1990er Jahre ist, wie wir manchmal den Eindruck bekommen mögen. Stattdessen machten sich auch schon Menschen in den früheren Jahrhunderten Gedanken darüber, wie wichtig, wie prägend gerade die ersten Lebensjahre eines Kindes für seinen weiteren Lebensverlauf und auch seinen weiteren Bildungserfolg sein können.